Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, der Cloud Catcher Chronicles. Es ist unfassbar, wie groß dieses Spiel hier ist. Man geht irgendwo rein, kommt irgendwo anders raus. Ich bin schon total... Ich werde nie mehr zurückkommen zu meinem Bauernhof. Braunes Shampoo erhalten. Ja, hallo, der nächste Opi. Opa Gidi. Nein, das ist es nicht. Darunter ist es nicht. Oh, hallo, Junge. Hilf Opa mal. Da denkt, ich bin Busch. Hast du meinen Bumpex gesehen? Es ist klein, brauselte, bumpexig. Friss gerne Lian, hat große Hörner. Finde Bumpex und bring es zurück. Da? Da gibt's viele von denen? Hallo? Magst du Liane? Komm mit. Kommt es mit? Ja, komm mit. Mein Gott, die sind süß. Vielleicht ist es ja das da und das reicht schon. Tap, 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 tatsächlich. Oh, ein schönes Bumpex hast du da, Kleiner. Sieht aus wie mein Bumpex, lass mal sehen. Ja, 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 nein, ja, nein. Das ist nicht mein Bumpex, seine Hufe glänzen zu sehr. Nicht aufgeben, Kleiner, ich bin sicher, diesmal findest du es. Ja, das würde ich gerade auch sagen. Deine Hufe glänzen? Du bist niedlich. Muss ich ihm jetzt... Gibt es da jetzt wirklich ein bestimmtes Bumpex oder ist das jetzt wurscht? Quick, quick. So, das müsste jetzt auch normalerweise mitkommen. Hoffe ich. Ja, da kommt schon angestiefelt. Alle beide eigentlich. Ich wollte eigentlich nur eines haben. So. Und jetzt? Seetangkuchen? Nein. Eine Wolke, die aussieht wie ein Fisch. Lila Unterhosen? Nein, das ist es nicht. Was macht er da? Hallo. Oh, ein Bumpex. Genau danach suche ich. Lass mal sehen. Ja, ja. Nein, nein, nein. Das ist nicht mein Bumpex. Seine Hörner sind zu spitz. Nicht aufgeben, Kleiner. Es gibt sicher, diesmal findest du es. Die schauen doch alle gleich aus, dieser Trottel. Ja, das würde ich auch sagen, ihr Kleinen. So. Es ist sie unwahrscheinlich, ne? Wie viele Geister brauchen wir hier für diese Düsternis? 13. Nope. Kann ich jetzt eigentlich diesen Ort hier verbinden mit einem anderen? Vielleicht? Dass ich wieder zurück kann zu meinem Bauernhof? Ich will es mal probieren, ob es jetzt vielleicht klappt. Brauche ich dafür die Karte oder so? Gibt es hier sowas wie eine Karte? Zwei Orte miteinander verbindet. Schaut nicht aus, dass das irgendwie funktionieren würde. Meh. Ja. Okay. Ich versuche noch ein Bumpex zu... Fangen ist falsch gesagt, anzulocken. Und das irgendwie dem Alten dazu geben, in der Hoffnung, dass es das Richtige ist. Alter, das ist viel zu groß alles. Das ist viel zu groß. Wo sind die kleinen Bumpex? Da ist eins. Das schläft im Stehen. Hallo. Möchtest du mit mir mitkommen, bitte? Dankeschön. Da ist drüben so ein alter Mann, der hätte gern eins von euch, aber ich weiß nicht, welches von euch passt. Dong, 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 dong. Es ist niedlich. So, Opa. Na? Und jetzt? Wusstest du, dass Bumpex zählen können? Oh.
Nein, 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 warte, das ist mein Pampex, sein Fell ist zu weich. Danke, Kleiner, ich liebe mein Pampex. Hier hast du einen Lederwams und eine pelzgefütterte Hose. Dafür, dass du mir ein flauschiges Pampex zurückgebracht hast. Oh Gott, hoffe ich hatte das nicht... Oh Gott, das ist nicht mein Pampex abgeschlossen. Okay, hoffentlich geht's dir gut, mein Kleines, bei dem Opa. Lederwams bekommen. Und eine Errungenschaft bei Steam. Mal Schluck nebenbei. So, Lederwams. Ich möchte das schon gern anziehen. Oh, das schaut gar nicht so schlecht aus. Und pelzgefütterte Hose. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen, glaube ich. Machst du solche Geräusche? Du bist niedlich. Oh, das ist so süß. So. Gut. Aha, da oben sehe ich einen Geist. Den holen wir uns gleich, wenn wir schon hier sind. Ich muss das so warten. Dschungelfuchs. Der ist grün. Ja, okay, der ist tatsächlich dschungelhaft. Also, hi, wer bist du? Der Schrein fällt auseinander. Für die Reparatur wird ein Seil benötigt. Flecken, Baum, Wald, Schrein. Das hätten wir alles. Bitte. Oh, ist der schön jetzt wieder. Sap, es ist schon lange her, dass sich ein Geisterseherin um den Schrein gekümmert hat. Am liebsten würde ich mir dir anschließen, da unsere Schicksale wohl verbunden sind. Sehr gern. Ma, ist der schön jetzt wieder. Cool. Supi. Zum Glück haben wir so viel Grafische gesammelt, ne? So, die Blümchen hier nehme ich noch gerne mit. Und dann möchte ich schon gerne mal wieder zurück zum Bauernhof. Ich möchte gerne schauen, ob da alles okay ist. Haben wir hier Sämlinge? Zumindest nichts Gescheites. Oh je. Kann man das hier auch fällen? No. Nobody knows. Aha, da drüben geht's kalt. Da drüben ist ein Schneegebiet, wie es ausschaut. Können wir auch kurz mal hinschauen. Ich hoffe nur, wir erfrieren da nicht. Katzi! Hallo, Schneeweißchen! Zitterebene. Ja, das trifft es. Das verstehe ich. Da ist es sehr kalt, mit Sicherheit. Also zumindest hier entdecken wir mal eine neue Rasse. Fluffjunge. Hundbär. Hallo! Ein Hundbär mit roter Nase. Wie cool ist denn das, bitte? Ah, Frostfuchs. Entschuldigung, muss ich kurz mal husten. Entschuldigung, da muss ich gerade mal husten. Ah, voll süß. Das hält ja keiner aus. Goldminze haben wir gefunden. Wer bist du? Ein Pinguin! Oh mein Gott! Dieses Spiel macht einen fertig. Das hat... Mein Gott, ist das süß. Ich wollte jetzt eigentlich nach Hause. Es ist einfach unfassbar. Heißt, glaube ich, nochmal die Goldminze, oder? Nein, doch nicht. Was haben wir hier? Können wir das schon befreien? 10 brauchen wir. Nein, geht leider noch nicht. Oh Mann, dieses Spiel. Es ist so süß. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt wirklich gerne mal nach Hause. Da oben ist noch eine Truhe. Alter, das hört nie mehr auf hier. Ah, da ist Goldminze. Komme ich da irgendwie hin? Kein Schimmer. Ich brauche sowieso Sämlinge ohne Ende. Also, es bringt mir jetzt persönlich eh nichts, hier zu bleiben. Oh, da ist ein Haus. Alter, da gehst 3 Schritte und dann schon wieder Töpferei, Frostfeuer. Hi. Na, willkommen in Töpferei, Frostfeuer. Als 4. Ton mache ich dir einen Tontopf. Ja, dann bitte gern, mach mal. Danke. Pinguine, so viele süße Pinguine. Das ist der Wahnsinn, das ist so niedlich. So. Okay, jetzt wollte ich eigentlich gern wieder heim.
Oh, ich bin gleich auf einen getreten. Ups, ihr habt nichts gesehen. So. Du heiliges Kanonenrohr. So, ich glaube, hier geht's lang. Da drüben hat sich der Stein gehoben. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurückporten. Puh. Zum Glück ist das alles auf der Karte markiert, ne? Ich würde mich, glaube ich, nie mehr zurechtfinden. So. Und schwuppdiwupp zurück. So. Puh. So. Ich wundere mich gerade, da steht noch immer 0 von 1 Pelz. Wieso habe ich keinen Pelz jetzt bekommen vorhin? Als ich die Falle aufgestellt habe, ich den jetzt irgendwie verloren? Hier schneit es jetzt auch. Interessant. Ist das jetzt ein Bug oder habe ich da jetzt das schlechte Wetter mitgenommen? Egal. So, ich habe irgendwie keinen Pelz bekommen. Wer weiß, was der Kuckuck, warum? So. Schauen wir mal. Ob ich jetzt vielleicht weglaufen muss. Ah, davon haben wir natürlich den... Ah, endlich mal das Sägewerk. Dann kann ich mal die Quest hier weitermachen, / beenden. Wenn wir beim Zurückgehen holen wir uns dann die Pelze. Ich hoffe, das resettet nicht. So. Hallöchen, du. Ne? Oh, du hast die Holzlieferung. Vielen Dank. Das ist eine große Hilfe. Hier hast du einige Planken für deine Mühlen. Die sind viel nützlicher als unbearbeitetes Holz. Holz für Planken. Abgeschlossen. Sehr gut. Habe ich jetzt wieder ein bisschen was zu futtern dabei, damit wir den Kerl hier mal auf unseren Hof da überwinden einmal. Toll, ich liebe Spitzenfisch. Naja. Nee. So, dann rennen wir mal zurück. Schon wieder finster, ey. So, hier irgendwo hatte ich... Genau. Die Fallen sind immer noch nicht befüllt. Kann ich dich dorthin? Husch, husch. Keine Ahnung. Ah, dann nehmen wir da mal das Erz hier mit. Vielleicht braucht das auch ein paar Minuten, wenn das mal aufgestellt ist, bis sich das befüllt hat mit Pelz. Die Quest möchte ich nämlich auch noch gerne abschließen. Dann wären wir hier mit dem Eck quasi fertig. So, zack, zack, zack. Hier unten war ich jetzt noch nicht, ne? Oder doch? Doch schon, glaube ich, ne? Hier ist aber nichts Interessantes. Dong, ding, düdel, ding, dong. Ding, dong, dang, dingel, dingel, dong. Ding, dong, 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 dang. Irgendwie ist jetzt hier voll die Winterstimmung, ne? Ding, dong, dang. Ist es da schon befüllt? Ach. Nein, nein. Dann machen wir halt hier mal die Gräser hin. Vielleicht finden wir ein paar Sämlinge. Ja, ein wenigstens. Ich möchte doch so gern zurück. Dam, dam. Düdel, düdel, düdel. Da hätten wir auch noch ein paar Gräser. So. Und hier... Das. Hoppala. So. Jawohl. Ein Sämling. Da freut man sich schon. So.
Wir warten und warten und warten noch mehr. Wir warten und warten, das ist nicht schwer. La 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 la, ist schon voll die Hetz? Nein, das ist ein schlechter Scherz. La 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 la. Na da 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 da. Da hätten wir auch noch was für uns. Zack. Zack. Leider kein Sämling. La la. La la la. Oh, hier sind die Bäumchen gewachsen mittlerweile. Oh, das schaut schon cool aus. Der ist schön auch. Wow. Okay, der ist komisch. Du liebe Zeit. Ist das gesund? Naja. So. Duck, 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 duck. So, wie wär's mit ein bisschen Planke? Achso, da stellt sie mir jetzt nicht her. Die muss ich jetzt tauschen, oder wie? ...36. Was hätte man da Schönes zum Verkaufen? Lianen, würde ich sagen. 36. Brauchen wir 7 mal 5. Und plus 1. 7. Und... 1. Das müsste passen. Jawohl. 36. 36 passt. Und bei dir? Hm? Ja, komm. Holz zu Planken. Ja... Danke. So. Da haben wir wieder ein bisschen Gras. Wusch. Wusch. Leider kein Sämling. Hü, hüpf. Ah, sehr gut. Endlich. Aufnehmen. Aufnehmen. Passt. Pelz bekommen. Pelz bekommen. Ja, der war da oben. Passt schon. Einmal abgeben. Hüpf. So. Dapsel, 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 dapsel. Hüpf. Hallo. So, bitteschön. Oh, gut gemacht. Wirklich ein schöner Pelz. Ich hoffe, du hast ihn nicht einfach durch Handeln erworben. Wenn ja, werde ich dir auch nicht böse, wie auch immer. Du bist in Gemäa, schon klarkommen. Das hätte ich fast vergessen. Hier ist etwas Besonderes für deine Mühen. Hier dein Ledertornister. Kräuter und Handeln. Häuten und Handeln. So, Kräuter, ja. Ich bin auch ein Kraut. Aha. So, nein, ich will nicht. Danke, das gefällt mir. Den wollte ich ihm nicht geben. Egal. Da wollte ich hin. Ledertornister. Ah, es ist nur ein anderer Rucksack sozusagen. Und der gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Ist schön groß. Das passt. So, schön. Haben wir das auch geschafft. Next one. Leuchte Licht auf den Stein der Weisheit. Leuchte Licht auf den Stein der Weisheit. Verdammt, wo war denn der jetzt schnell? Da drüben. Irgendwo. Leuchte Licht auf den Stein der Weisheit. War der jetzt hier oben? Der war da oben, ne? Jetzt bin ich total falsch gelaufen, glaube ich, ne? Da hätte ich müssen hinten rauf, da drüben rauf. Hätte schon gepasst. Das möchte ich jetzt probieren. Leuchte Licht auf den Stein der Weisen. Wie soll das gehen? Oh, hoppala. Steht da zufällig was drin? Steinwildnis da. Ins Sanderwindwildnis habe ich einen Stein der Weisheit gefunden. Er gab mir einen Auftrag... Mit dem ich mich beweisen sollte, bevor es sich öffnen würde. Leuchte Licht auf den Stein der Weisen. Ob das was mit Leuchte zu tun hat? Leuchte Licht. Ich will es mal probieren. Ich muss nur schnell genug sein. So, also nochmal rauf hier.
Siehst du, ich werde schon wieder abgelenkt. Das ist schrecklich. Oh, das nehme ich noch mit. Aber die Sämlinge lasse ich jetzt mal. Wir kommen hoffentlich noch an genügend Gräser vorbei, dass wir dann Sämlinge kriegen. So. So. Golderz haben wir bekommen und Silbererz. Cool. So, hier rauf. Immer weiter rauf, 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 rauf. War das dann schon hier? Ich glaube schon. Leuchte Licht auf den Stein der Weisen. Ob da leuchtet? Ich weiß nicht, ob damit Leuchte gemeint ist. Hi. Zeige den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Leuchte Licht. Ich habe keine Lampe. Ah, muss ich vielleicht in der Nacht herkommen? Ah, das könnte sein. In der Nacht haben wir ja automatisch die Lampe, ne? Wenn wir in der Nacht herkommen, könnte das schon das Rätsels Lösung sein. Gut. So. Gut, bei der Gelegenheit würde ich sagen, gehen wir ein bisschen mähen. Beziehungsweise ich würde schon gerne mal... Was? Ich würde gerne mal... Sind diese Geräusche normal? Ich bin mir da nicht so sicher. Also wie gesagt, ich möchte ein bisschen mähen, dass wir ein paar Sämlinge kriegen. Dann, ich möchte noch, wenn möglich, in diesem Part zu unserem Bauernhof zurückkehren. Ich hoffe, das klappt. Ich möchte auch essen. Das sind, glaube ich, Vögel, ne? Die da so komisch krähen. Schon in die Richtung aus, keine Ahnung, Taube und Krähe, keine Ahnung. Oder eine Möwe und eine Krähe, irgend sowas. Ich würde sagen, wir fischen derweil, ne? Glaube ich, das könnte man machen. Oh, look, bis es Abend ist. So, da haben wir schon mal ein Fischi. Ich hoffe, da gibt es noch mehr. Oder probieren wir es mal mit dem. Ah, das ist ein großer. Komm her, komm her. Wo ist er denn? Nein! Großes Fischi, großes Fischi. Ah, ich bin hängen geblieben. Naja, dann ist halt ein kleines Fischi geworden. So, haben wir schon. Tippfisch. Ich sollte vielleicht nicht hier unbedingt da oben stehen. Großes Fischi. Wo ist das große Fischi? Da ist ein größeres Fischi. So. So. Boah, der ist stark. Ui. Der ist richtig stark. Ein... Wow! Mit 5 Sternen. Spitzenfisch. Ja, der ist wirklich spitze. Der ist richtig spitze. Aha, ich glaube, nach dem Fischlein können wir schon zurückgehen und dann versuchen, den Stein der Weisheit mit der Lampe anzuleuchten. Fischi, Fischi, Fisch. Ah, ist glaube ich schon soweit. Dann nehmen wir den Fisch hier. Komm nur. So, dann schauen wir mal, was sich dann daraus ergibt, wenn wir den Stein... Oh, ein schwacher Tippfisch. Egal. So, wir laufen schnell zurück. Miau, miau, miau. Die machen echt komische Geräusche, ne? So. Dann schauen wir mal, ob sich das was bringt. Hätte ich gleich drauf kommen können, dass die Lampe damit gemeint ist, ich Pfosten. So, schau mal. Ah, so... Der Pfad ist offen. Stein der Weisheit. Sunder Windwildnis. Okay. Ist wieder so ein Board.
Oh. Ein Portal. Ach so. Da kommen wir direkt zu ihr. Hi. Wir sollen mit dir reden, glaube ich, ne? Hallo. Oh, ich spüre ein großes Potenzial in dir, Geisterseherin. Ah, das war's. Ja. Da sieht man halt wahrscheinlich die einzelnen Gebiete. Da ist überall so ein Geisti. So ein Zugang zu ihr dann halt. Okay. Na gut, hätten wir das auch geklärt. So, ich glaube, es geht sich noch aus, dass ich zumindest versuchen kann, wieder zurück zu unserem Bauernhof zu kommen, wenn ich noch weiß, wo das ist. Gibt es hier nicht irgendwo eine Karte? Eine Karte wäre halt schon cool. Zumindest wenn ich das Dorf nochmal anfinde. In diesem Leben. Ich glaube, das muss da drüben irgendwo sein. So. Da unten ist doch schon der See, ne? Ja, soweit sind wir ja. Passt. Quick. Gut, hier hätten wir schon mal den See. Dann kann ja normalerweise unser Ding nicht weit weg sein. Da wir jetzt aber schon so viele Geister haben, ist mir gerade eingefallen, können wir hier auch nochmal die Düsternis da besiegen, ne? So. Zack. Aha, wenn wir länger nicht hier sind, spawnen sogar die Spinnen. Oh. Netzdinger. Spinnweben. So, zeig's. So. Schwammerl haben wir mitgenommen. Passt, Schwammerl. Schwammerl, ich will das Schwammerl. Ach, dann rennen wir halt da herum. Einmal Schwammerl. Und zweimal Schwammerl. Und dann runter. Hui. Das war falsches Runter. Hier rüber. So. Ich renne einmal im Kreis herum, dann passt das schon. So, zack. Noch ein Schwammerl. Zack. Noch ein Schwammerl. Zack. Und jetzt müsste es klappen. Weil wir haben 8 Geister. 6 brauchen wir nur. Das müsste jetzt hinhauen. La la la. Tada. Hihi. So, schön. Ein Schwammerl nochmal für uns. Noch ein Schwammerl. Was ist das? Notfall-Party-Vorrat. Gemea-Festival-Komitee. Festivalsaft. Blaues Feuer. Das war's. Okay. Da unten ist der Strand. Okay. Ach hey, da gibt's überall so viel Düsternis, ne? Da drüben hätten wir auch wieder welches. Ich komme nie mehr heim, habe ich das Gefühl. Ich will jetzt nochmal hier. Heureka! So. Dab. Habe ich? Ja. So, ich will auch gleich, ob wir noch Sämlinge kriegen. Ja. Da können wir nie genügend haben. So. So, und der Part ist schwer zu ändern. Ich bin wieder zu nichts gekommen. Das ist unglaublich. Ich habe es wieder mal nicht geschafft, zurück zum Bauernhof zu kommen. Unsere armen Tiere werden wahrscheinlich schon gestorben sein inzwischen. Ach, Herr Jemini. Das ist halt schon traurig, muss man ehrlich gesagt sagen. Oh je. So. Aha, was haben wir hier noch? Aha, hier wäre noch ein bisschen Erz. Das nehmen wir auch noch mit. Zack, zack, zack. So. Ach, hey, da hätten wir noch mal ein bisschen Gras. Das nehmen wir auch noch mit. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Sämlinge kriegen. Davon können wir schon wieder eins brauchen. Wir sind schon wieder, glaube ich, in einem... Ah, jetzt sind wir so hergekommen zu dem Gebiet. Okay. Können wir es auch auf normalem Wege verlassen. Alles klar.
Okay. Jo. Es ist übel. So. So. Und so. So. Dann will ich sagen, pflanzen wir hier gleich was ein. So. Jetzt sind wir ja da. Das Gebiet hier kennen wir ja sogar schon. Boah, ich hätte wirklich gern jetzt langsam mal... Muss mal schauen, wie die Möglichkeit besteht, dass man zwei Orte miteinander verbinden kann. Wahrscheinlich muss man da in einem Dorf oder so stehen. Keine Ahnung, dass das geht. Vielleicht, eventuell. Ich mähe hier nochmal ein Stück. So, dann ist der Part eh zu Ende. Dann haben wir eh ein paar Sämlinge noch. Dann passt das schon. Für den Fall, dass wir da über irgendwelche Beete stolpern. Also so Pflanzmöglichkeiten, ne? Ah, da unten ist, glaube ich, der Goldsee jetzt, ne? Ah, passt. Gott sei Dank. Wir sind wenigstens in der Nähe von unserem Zuhause. Soll ich noch versuchen, hinzuspielen? Wird halt Überlänge sein. Ist immer ein bisschen... Heureka! Ich will es probieren. So, in welche Richtung war denn das? Ich glaube, da hinten oben, ne? Ich glaube, ich sah jetzt gerade... Kommt mir vor. Na, hier will ich nicht hin. So... Ah ja, stimmt. Und den Fisch können wir auch mal abgeben. Hi. Dich habe ich die ganze Zeit vergessen. Oh, oh, oh. Oh, du fantastischer Fisch. Erinnert mich an meine Jugend auf hoher See. Hier sind neue Kleider für dich. Gebundene Dimjili und Langarmstroller werden dir gut stehen. Ein Händchen für Nagelfisch. Passt, haben wir auch. Schau mal kleiner, wie das ausschaut. Das können wir auch noch machen. Das war zum einen das hier. Und zum anderen das hier. Oh, das schaut auch nicht schlecht aus. Das kalten wir mal an. So. Dann möchte ich es... Ich möchte zumindest noch versuchen, dass wir zu unserem Bauernhof kommen. Ich habe selbstverständlich vergessen, in welcher Richtung das der war. Aber ich glaube, irgendwo da oben kommt mir vor. Mal gucken. So. Ja, ja. Die Zocki, ne? Ah ja, stimmt, da haben wir auch nochmal Düsternis. Können wir die jetzt auch schon beseitigen? Ich glaube, ne? Ja, geht auch. Das machen wir auch noch schnell. La, tada. Super, mit Ruhe. Dann nehmen wir gleich den Hammer noch schnell. Eine Katze ist, glaube ich, auch irgendwo da. Zack, zack. Ruhe. Obala, falscher Knopf. Schwarzes Shampoo. Okay. Katzi, hallo. Da rollt sie sich, aber die packen wir gleich ein. Ja, da schnurrt sie wieder voller Freude. Sehr gut. So. Zack. Ich glaube, da drüben ist unser Bauernhof. Haben wir ihn schon gefunden. Hat nur gefühlt, ich glaube, 7 Parts gebraucht. Na, das war zu viel. 5, 4, 4 Parts. So, 4, 5 Parts. Ah, geht ja gut. So, dann schauen wir mal. Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ich glaube, ich mache noch einen Part. Okay, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich räume noch schnell die Kackhäufchen weg und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ja, mö.